Hey, yo, Freunde der Sonne, ich habe die bezaubernde, gut aussehende Vanya bei mir. Hallo. Und wir spielen ein Format, wo Vanya eigentlich Expertin ist. Wir müssen raten, weil man muss ja sagen, Instagram ist total schwer geworden, heutzutage zu unterscheiden. Alle machen nuttige Bilder, außer du. Du machst sehr stilvolle, tolle Bilder. Muss ich dir immer wieder sagen. Danke. Aber die anderen alle, boah, machen die nuttige Bilder. Immer Hupen raus. Alle anderen jetzt nicht, aber du hast bestimmt ein paar rausgepickt. Okay, ich bin gespannt. Ich ganz ehrlich, wenn nicht, wir gucken jetzt einfach mal drei Profile an, von denen, denen ich folge als erstes, und gucken mal, ob da ein Bild bei ist, was nuttig ist. Okay, die Lochis werden jetzt keine nuttigen Bilder machen. Sarah Harrison, die ich sehr lieb hab. Die macht sehr schöne Bilder. Ja, die macht auch, aber nur seitdem sie Mutti ist. Zählt auch nicht. Guck mal, jetzt findet er kein Beispiel, doch, ne? Ich suche Miss Bella. Gucken wir mal bei meiner lieben Freundin Anutida. Anutida, nichts gegen Anutida hier. Doch. Super lieb. Die ist total duselig. Und voll hübsch. Guck mal, ist das nicht nuttig? Nein, das ist. Sie zeigt ihre kleine Unterwäsche und hat den Mund so halb offen von wegen, ich nehme gleich was im Mund. Nein. Guck mal, das ist ein Sport-BH, da siehst du nicht viel. Und von oben siehst du ja nur so, also finde ich jetzt nicht. Es ist sexy, aber nuttig, ja, ist doch, nuttig heißt doch billig. Und es war jetzt nicht billig, das war schön. Ansichtssache. Also, Timo zeigt uns jetzt Bilder und wir müssen abstimmen. Ah, okay. Ach, du weißt es ja auch nicht. Nee. Stimmt, du musst. Oh, okay, okay. Weil, das ist, sorry, wen habe ich. Oh, wie hießen die? Wer hat mich letztens so aufgeregt? Ah, welche große Influencerin hat sich letztens die Brüste machen lassen? Über 1 Million Follower. Ich enthalte mich. Die hat auch so ein Bild mit ihrem Mann im Schnee gemacht, aber in Unterwäsche. Ich weiß genau, wie sie heißen, sag's nicht. Ja! Caro E. Sorry, eine große Influencerin, nur nuttige Bilder. Bei jedem Bild will ich die Hose aufmachen und Mütze glatt zu spielen. Oh, Mann. Oh. Guck mal, da küsst du sogar einen riesen Rüssel. Okay, der war gut. Ja. Sorry, und was wollen die uns mit dem Weihnachtsbild zeigen? Caro E. ist so, weißt du, die, der Inbegriff von Instagram. Shame. Aber jetzt Shame. Guck mal, Aaron, die verbringen sehr viel Zeit. Ich habe von dir und Olli noch kein Bild gesehen, wo Olli so einen Boxershorts anhat und eine Weihnachtsmannmütze auf. Sorry, ich habe mich gerade aufgeregt. Ich war gerade in Rage. Nee, gibt es irgendwie so ein Gewinn und Verlieren? Ja. Noch Punkte? Wenn wow, wir uns mal sehen, okay, musst du irgendwas machen, was ich sage. Okay, same. Bei mir auch. Ich denke dran, ich habe eben schon gewonnen. Du musst mal richtig zudrücken, so. Als wenn du mir die Hand brechen willst. Ich bin eine Frau. Nein! Musst du wie bei die Kabel 1 Talker Girls, so richtig. Oh. Bisschen größer, Timo. Ja, ich wollte gerade sagen. Wirklich, was machen. Ich sag ja, der. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja. Und dann auch immer die Bauchbinde falsch machen. Und dann schreiben die Zuschauer, ich bin dumm. Oder irgendwie Schnittfehler. Ja, du musst nochmal drüber schauen, du Fauli. Nee. Also, Timo zeigt uns Bilder. Also, und ihr wir wisst, müssen jetzt ihr sagen, wisst hundertprozentig, dass diese. Also ist eine Pornodarstellerin. Ja, sag ich auch. Ja, woran hast du es gesehen? Das Bild ist so ein bisschen auf brav gemacht. Er hat wahrscheinlich extra was Angezogeneres ausgewählt. Und sie sieht aus, als würde sie gut Geld verdienen, weil das war eine ziemliche Villa da hinten. Jetzt ist die Frage, wer verdient mehr Geld? Ein Instagram-Girl oder eine Pornodarstellerin? So. Instagram-Girl. Ich sag auch Instagram-Girl. Das ist so eine, genau andersrum wie eben. Die macht auf brav. Timo, und die hat dich durchschaut. Okay, jetzt muss ich wieder zuerst, immer abwechselnd. Ach so, man muss, okay. Ja, du kannst auch immer gerne zuerst. Dann kann ich ruft einfach rein. Dann warte ich, bis sie eins zu führen und sag alles nur noch nach. Die Spannung, gell? Das ist. Ich fang an, ist ein Instagirl. Sag ich auch. Und? Auch? Ja, ne? Ja. Das Gesicht ist so. Ich gucke immer nur auf den Körper. Willst du sagen, Pornodarstellerinnen haben ein komisches Gesicht? Nein, nicht komisch, aber. Ja, wie kommst du da raus, Vanya? Wie komme ich da raus? Oh, das ist schwer. Hallo, Ballo. Du bist dran. Ich weiß es nicht. Ich finde sie heiß. Ich muss dir auf jeden Fall gleich folgen. Ganz schwierige Nummer. Ich sage einfach mal Instagram. Ich muss jetzt meine letzten Videoabenden kurz Revue passen. Habe ich die schon mal gesehen? Sie sieht verrucht auch. Also ich sage, es ist Pornodarstellerin. Und? Ja! Ja! Oh, ich war so 50-50. Das war ich auch so, aber eine, das könnte auch so eine sein, wenn es ein Insta-Girl gewesen wäre, wäre das eine, die kaum Reichweite hat, aber einen reichen Mann und weißt du so, wo der sagt, ja, mach mal Insta. Ich wollte keine Insta-Girls.
bin ein bisschen im Nachteil. Oh, ich habe voll Bock auf Burger. Und es ist ein Insta-Girl. Ich starte direkt. Insta-Girl, ja. 100 Pro. Das ist zu einfach. Scheiße, das sind diese typischen Insta-Girl-Bilder, die auch total nuttig aussehen, aber... Also, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Nee, das sehe ich doch auch. Der Burger, ey, scheiße. Oh, ich muss gewinnen. Du bist dran? Es ist ein Insta-Girl. Ich sag Porno. Es ist ein Insta-Girl. Ja, 2-0! Es war so klar, dass ich bei dem Spiel im Nachteil bin. Das ist, okay. Soll ich dir sagen, warum? Ich glaube, ich folge dir sogar. Nee, das ist so eine, das ist genau mein Typ, wa? Die würde ich sofort heiraten. Hat einen super Körper und ein schönes Gesicht. Wenn die jetzt nicht gerade hohl im Kopf ist. Mhm, würdest du die heiraten? Ja. Ja, dann schreib dir mal eine DM, ne? Wie viele Follower hatten die? Kann ich die mit einem blauen Haken beeindrucken? Schau mal, wie groß mein Haken ist. Oh, das ist wieder echt schwer, aber ich führe 2-0. Erstmal, Mann, wäre ich gern der Hund. Aber... Mhm. Ich glaube, das soll auch die Botschaft des Bildes sein. Ich finde dieses kleine Tattoo unter der Brust, das ist so typisches Zeichen für Pornodarsteller. Ich sage auch Porno. Und? Insta? Okay. Guck, und dann wundert man sich, die hat doch so einen Ruf weg. Was will die insgesamt mit dem Bild sagen? Ich habe hier ein kleines süßes Tattoo oder schade, dass du meine Brüste nicht siehst oder ich habe einen neuen Hund. Die sind halt, die fühlen sich sehr wohl in ihrem Körper. Das ist doch okay, oder? Wenn du Oberkörper frei bist. Olli soll man ja auch so eine Bilder machen, weil sie sich wohl fühlt. Ja, ich würde es jetzt nicht so machen. Kein Kommentar heißt nein. Nee, ich würde es nicht so machen. Ich finde es nicht schlimm. Für die, bei dir wären die Katzen anstatt der Hund, wa? Ja, genau. Porno. Mhm. Der darf ich jetzt auch aufs Gesicht gesehen. Das ist so einfach irgendwie. Ja, ich auch immer so noch das Bild, das ist so. Ich fühle 2-0 und kann jederzeit dich fernsteuern oder dir einen Auftrag geben. Das Leben ist so schön. Das kann übrigens auch so sein, voll undercover-mäßig, dass auf einmal so deine Managerin auf dich zukommt und dir nur ein Handy gibt und dann sagt so, hallo, wir spielen jetzt ein Spiel. Oh shit. Ja, dass ich das richtig überlegt, ne? So, ja. So, das ist, kann ich schon sagen, das ist ein Insta-Girl, was sehr viele OPs hat, aber das ist keine Pornodarstellerin. Das ist ein Insta-Girl. Ja, Timo Nick. Die hat ein Insta-Girl-Gesicht. Die hat wahrscheinlich einen Fußballer als Freund oder einen Öl-Tycoon. Vielleicht. Das war es. Aaron hat gewonnen. Bam, 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 bam. Aaron hat gewonnen. Es lohnt sich. 5 Jahre lang Venus, XY Jahre Glow. Um dieses Video hier zu gewinnen. Genau. Und dass sich Glow lohnt, hat man jetzt gesehen, aber dass sich Glow lohnt, sieht man auch in einem Video auf Vanyas Kanal, weil Vanya hat mir Beauty-Produkte gezeigt und ich habe einfach voll rausgeballert, muss man sagen. Ich war echt gut. Ich schäme mich ein bisschen selbst, weil ich so ein Experte bin. Ich war vor allem überrascht, wie viel du drumherum weißt. Ja, deswegen geht auf Vanyas Kanal und schreibt in die Kommentare Hashtag Aaron Slimani. Dann wissen wir alle, wo es hingeht und ich weiß, dass ihr von mir kommt. Geht rüber, guckt euch das Video an. Abo dalassen, uns auf Instagram folgen, meinen Podcast hören, mein Merch kaufen, dein Merch kaufen. Und wenn ihr eins von den Mädels seid, eben DM schreiben. Die ich cool... Okay, da war keine hässliche bei. Also deswegen können wir alle schreiben. In dem Sinne, tschüss! Hallo! Da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzbolde Aaron Troschke und Siebes, das können wir auch. Also ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast. Ach, das ist Magic Fox? Ja, der Linke. Ah, okay, vielen Dank. Magic Fox ist auch eher so ein Pornoname, oder? Hallo! Du hast jetzt keine Taschen, ich will mich heute hochtauschen. Ah ja. Die meisten im Business wollen sich hochschlafen, ich will mich hochtauschen. Ja. Kannst du mir dagegen irgendwas tauschen?